Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie jetzt auf ins Büro von No, don't shoot. I You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry. Yeah, I know him, yeah. Get me in there. Okay. Okay, jetzt haben wir ja jemanden gefunden, der uns eventuell nach unten bringen könnte. Dann komm mal mit. Rennst du mir schön hinterher? Glaube, Gegner sollten jetzt keine mehr auftauchen. Komm mit. So, dann darfst du hier nämlich mal aufmachen. Speichern wir natürlich vorher. Let me in, quick! Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap! It's pain! Verdammter Verräter. Dafür musst du jetzt auch als erster sterben. Überraschung. Hat das was gebracht? Ich weiß ja nicht. Komm. Verdammt. Wieder erwischt worden. Wo kommst du denn her, mein Freund? Hier ist eindeutig zu viel los. Die haben auch schön Poker gespielt hier. Dem geht's wohl ganz gut, wie mir das scheint. Es geht weiter. Zwar nicht sonderlich gut für uns. Also das heißt, wir haben Schaden erlitten. Okay, dann können wir uns gerade die wieder reinpfeifen. Dann sind wir wieder bei Null. Da ist zu. Fahren wir eine Runde Aufzug. Glück. Ladida. Wunderschöne Aufzugsmusik. Und angekommen. Wie gesagt, ich speichere halt wieder alle 5 Sekunden, aber einfach aus dem Grund, dass es sich halt nicht so sehr hinzieht. So, und das war hier eine ganz nette Anspielung auf den Film Pulp Fiction. Da gab es ja die eine Szene, wo ich glaube, das war John Travolta, der da auf dem Klo saß und wo dann Bruce Willis reinkam und ihn dann überrascht hat. Auch wo er dann auch die Maschinenpistole hier auf dem Tisch lag. Wir können noch mal eine Runde Fernsehen gucken. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyr-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious Mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte,
himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Okay. Weiß nicht genau, was dieses APD ist, was auf uns ausgesetzt wurde. Irgendwas Arrest wahrscheinlich. Arrest possible, bla. Keine Ahnung. So, ich denke mal, wir können jetzt noch eins nach oben, oder? Nee, nach unten. Ich wollte eigentlich wieder weiter nach oben. Da muss ich mich, glaube ich, doch nochmal oben ein bisschen genauer umschauen. So. Immerhin haben wir ja schöne Fahrstuhlmusik hier drin. Was wäre die Welt ohne Fahrstuhlmusik? Okay, hier ist ja überall zugenagelt, dann muss es ja wohl hier wohl irgendwie noch weitergehen. Ah ja, durchs Fenster zum Beispiel. Ab. This week on address unknown. I don't want to. No! It's the last place I get up! Fuck, da war das Ding zu langsam. Machen wir es nochmal. Und ich glaube, ich weiß gar nicht. Vielleicht wäre das dann doch way to go. That's mirrors are more fun than television. Somehow I know this, just don't ask me how. And I, not me, but my double, nods and smirks at this like it was the funniest thing in the world. And then something goes wrong, and suddenly they know I'm there, hiding behind them, and they both turn to look at me with cold eyes. And the flamingo speaks again. I have no idea what that means. And that's when I always wake up to my own scream in that brightly lit white hospital room, strapped to my bed. Okay, sagt ihr jetzt noch was dazu? Scheinbar nicht. Das wollte ich halt eigentlich noch mir noch mal anschauen oder durchlaufen lassen. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Und wieder fast zerlegt und wir haben keine Painkiller. Verdammt. Es fehlt auch tatsächlich ein wenig an Munition für die Ingram. War jetzt hier zwar gerade ganz nützlich, aber... So, weiterhin. Kommen wir hier überhaupt irgendwo weiter?
Ah, komm, da sind bestimmt Painkiller drin, oder? Nee. Ah, immerhin Ingram. Ah, hier wahrscheinlich. Nein. Okay. Ach, okay. Versuchen wir es mal einfach hier lang. Problem ist halt, dass echt, wenn wir irgendwie getroffen werden, sind wir halt weg. Hier wieder kaputt. Tja. Ich glaube, da hätten wir auch noch einen Dialog mitnehmen können. Whoops. So. Oh. Wer ballert? Der ballert. Und schon wieder fast zerlegt worden. Wir brauchen ja echt ganz dringend Painkiller. Ich speichere aber trotzdem mal ab. Wir müssen halt jetzt vorsichtig vorgehen. So zum Beispiel. Ich glaube, die hätten wir jetzt alle. Jetzt wird es halt wirklich eine Speicherorgie. Ist aber auch ganz schön, dass sie halt einfach dann diese knarrenden Türen auch irgendwie mit eingebaut haben. Einfach nur die Geräusche, dass es halt alles so ein bisschen lebendiger wirkt hier. Hier ist auch schon überall. Ich glaube, der Kollege ist ein wenig hysterisch. Ich gucke dann nochmal, ob wir hier unten noch irgendwas mitnehmen können. Nein. Ah, ich glaube, das war das, wo wir vorhin waren, also in dem anderen Gebäude, wo das explodiert ist. Es geht uns ein wenig besser. Ist da noch was drin? Ja. Ingram-Ammo. Ah, das sieht ja schon wieder besser aus mit der Waffe. Klopfen wir doch mal an. Vinny got needy. Just the man I've been killing to see. Pain? Freaking fat! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your peace like it meant something. Yeah! Oh, my God. Oh, God, you shot me. Ah! You're dead, Pete. What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Got me bailed. I made like cherry on fat. Okay, er ist angeschossen. Das ging gut. Und versucht aber zu fliehen. A crumpled letter lay on Gugniti's desk. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gugniti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Okay, haben wir denn hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten?
Painkiller zum Beispiel. So, und wir machen uns jetzt mal auf die Jagd. Oder gehen auf die Jagd. Vinny Gagniti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gagniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Okay, und jetzt müssen wir ihn halt verfolgen. Jetzt haben wir auch hier den Weg offen. Gagniti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Jups. Einmal will ich durch die Gegend hüpfen. So. Und hepp. Reicht das? Ja. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. And somewhere in the background the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. Ja, also dafür, dass er eine Kugel im Bauch hat, ist er noch erstaunlich agil. So, wir wären hier angekommen. Ich glaube, wir müssen durch das Haus hier durch. Nein, müssen wir nicht. Okay. Können hier auf die Rohre. Und seine Leute sind angekommen. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen, deswegen war ich da jetzt ein wenig unvorbereitet. Dann gehen wir jetzt mal hier in Deckung. Beweg dich doch mal, danke. Ausweichen. Die Muni hätten wir dann gerade wieder. Und den schnappen wir uns jetzt auch noch. Da ist er. Schön, dass du gerade vorbeigeschossen hast. Speichern wir mal wieder. Ah, okay. Hier geht's weiter. Hüpf. Ich glaube, die waren da oben. Ja, ja, genau. Okay. Berettas bitte. Speichern. Und hoffentlich wegschießen. Erfolgreich. Ja, das wird nichts mehr. Also wird schon nur... Wir gehen jetzt gleich wieder drauf.
Da rennt er. Heli ist mittlerweile auch schon da. Machen wir später. It's Pain. He's coming down the stairs. Shoot the bastard. Okay, boss. You got it. No problem. Hey. Okay, das wird jetzt heftig. Wir haben halt nicht mehr allzu viel Leben. Aber wir haben Molotows. Den hätten wir. Speichern wir. Verdammt, hat uns erwischt. Oh, da ist noch einer. Ja, das war... das war zu erwarten. Das mit der Granate dauert hier doch ein bisschen zu lange. Können wir die vielleicht hier gegen... Gut. Die wäre weg. Oh, bist du hochgekommen? Das ist aber nett. Damit hätten wir dann seine Leute erledigt. Gut, dann machen wir hier einen Folgenstopp, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da unten gab es ja zum Glück Painkiller, wie ich gesehen habe. Dann können wir uns mal wieder ein bisschen auffrischen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.